So, herzlichen guten Tag, liebe Freunde von WudaFTV. Heute möchte ich mal wieder eine Reaktion auf die liebe russische Welt-TV und dem Video zum Titel Scheinheiligen Westen lässt die Welt hungern, insbesondere Afrika. Da scheint der Axel ja wieder irgendwas Wildes ausgegraben zu haben. Und ich würde sagen, wir schauen uns ab mal an, was davon denn stimmt und was davon nur Propaganda ist. Ich würde sagen, wir hüpfen mal hin. So, da ist er. Und, jetzt brauche ich noch eine Kamera. So, wunderbar. Okay, ich mache die Musik aus und... Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zu diesem weiteren Video. Seit Ende Februar hören wir ja von verschiedenen Politikern und Propagandamedien im Westen die Floskel von wegen Russland setzt den Hunger als Waffe ein, lässt die ganze Welt verhungern. Nur wegen Russland haben irgendwelche Kinder in Afrika nicht zu essen etc. Also sie tun so, als ob irgendwie nur die Ukraine für die Ernährung der Welt verantwortlich ist und nur die Ukraine sozusagen die ganze Welt ernährt. Nee, Alex. Das hast du nicht richtig verstanden. Es geht nicht darum, ob nur die Ukraine die Welt mit Lebensmitteln versorgt oder mit Getreide versorgt, sondern es geht darum, dass allgemein die Transporte für Weizen und für Getreide und für alles, was damit zu tun hat, sich extrem erschwert und verteuert hat, weil Russland in den Krieg gezogen ist gegen die Ukraine und deshalb die Ukrainer nicht mehr exportieren können und deshalb ein großer Teil des Weizen fehlt oder des Getreides fehlt. Was auch übrigens am Ende der Vorwand war für das geschlossene Getreideabkommen im Juli und wo ja auch laut den Aussagen von Präsident Putin nur 5% des ukrainischen Getreides in die ärmsten Länder der Welt ging. Ungefähr die Hälfte dieser Lieferungen ging in die EU. Ja, was ja. Boah, die Hälfte davon ging in die EU. So, liebe Leute, die Hälfte von dem Getreide, was von der Ukraine exportiert wurde, ging in die EU. Das sagt der Alex. Stimmt das? Haben wir die Hälfte von dem ukrainischen Getreide abgezwackt? Ja. Ich musste dazu natürlich auch erst recherchieren. Und ich muss euch sagen, es ist ziemlich schwierig herauszufinden, wo denn diese Getreidelieferungen hingehen, wenn sie dann aus der Ukraine rausgehen. Weil es gibt ja nirgendwo eine Seite, wo dokumentiert ist, das Schiff ist da hingegangen und das ist da hingegangen. Und von daher muss ich mich leider erstmal auf das verlassen, was ich so gefunden habe im Netz. So. Und ja, was habe ich dazu gefunden? Gucken wir mal rein kurz. So, also, muss ich doch erstmal gucken. Jetzt habe ich den hier schon wieder vorgespult, den Alex. Das ist immer so doof. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt hier bin. Lieferungen ging in die EU. Ja. Aha, nur 50% der oder 50% der Lieferungen ging in die EU. So, also, 7 und Kamera drauf. Rechte Kamera. So, also, 50% der ging in, ne, das ist die verkehrte Kamera. So, rechts, da muss ich hin. So, und ich muss auch noch mein Männlein dahin holen. So, wunderbar. So, jetzt muss ich. So, also, was habe ich gefunden? Ich habe gefunden auf Agrar heute einen Bericht. Wohin verkauft die Ukraine ihr Getreide? Nicht nach Afrika. So, und da steht drinnen, dass so und so viele Tonnen seit dem 26. August verkauft wurden, bla 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 bla. Und hier steht, die meisten Schiffe gehen in die Türkei. Also,
man muss jetzt dazu sagen, der Bericht war vom 30.08.22. Und zu dem Zeitpunkt waren also 36 Schiffe, haben die Ukraine verlassen. Und dann steht hier, die Hauptziele für die laufenden Getreideexporte lag im Juli und im August allerdings nicht in den Hungergebieten Afrikas. Hauptabnehmer von ukrainischem Weizen und Mais waren vielmehr die Türkei. Von den bis zum 26. August registrierten 36 Schiffsabfahrten gingen alleine 16 Schiffe an türkische Abnehmer. Weitere Zielländer für ukrainischen Mais waren Italien, Irland, der Iran, aber auch Südkorea und sogar Rumänien und Deutschland. Also, der Großteil dieser Lieferung von diesen 36 Schiffen ging an die Türkei. Und wenn ich noch up to date bin, dann ist Türkei erstmal keine EU. Das heißt, die meisten Schiffe sind nicht in die EU gegangen, sondern ein paar Schiffe mit ukrainischem Mais sind nach Italien, Irland, Iran, Rumänien und nach Deutschland gegangen. Und diesen ukrainischen Mais, den brauchen wir zur Herstellung von Futtermitteln. Deshalb haben wir die gekriegt. Doch, gibt es wahrscheinlich auch Verträge drüber. Aber dass das meiste davon in die EU gegangen ist, ja, Alex, ich weiß ja nicht, was bei dir das meiste ist. Wenn man 500 Äpfel kauft, dann sind 5 Äpfel wahrscheinlich schon das meiste, nehme ich mal an. Denn sonst wüsste ich nicht, wie du auf 50%, nein, das meiste sei in die EU gegangen, kommen kannst. Aber wir kennen dich ja. So, jetzt muss ich erstmal wieder irgendwie zurückkommen. So, 6 und hüpf. So, jetzt muss ich ja wieder die Kamera dahin tun. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht's. Ja, was ja nicht zu den ärmsten Ländern der Welt gehört, auch nicht zu Afrika. Ja, also das auch nochmal dazu. Also da fängt ja allein schon die Scheinheiligkeit des Westens an. Schauen wir jetzt aber einmal an dieser Stelle, wer, also welches Land die Welt wirklich ernährt. Also wer zur Ernährung der Welt sozusagen am meisten beiträgt. Und das ist seit Jahren, oh Wunder, Russland. Ja, seit Jahren ist Russland mit Abstand größter Weizenexporteur. Ja, Alex, da hast du recht. Seit Jahren ist Russland der größte Weizenexporteur der Welt. Und danach kommt sofort die EU. Wenn du mal dein eigenes Tabellchen da anguckst. Mit 10.000 Tonnen weniger als Russland. Und der zweitgrößte Exporteur, der kauft also aus der Ukraine 50% des Getreides auf. Das macht Sinn. Das ist logisch. Das habe ich jetzt total verstanden. Weiter geht's. Exportierte unter anderem in der Saison 2020-2021 mehr als doppelt so viel als die Ukraine. Und wie sieht es denn neben dem Weizen jetzt beispielsweise mit den Düngemitteln aus, die ja auch sehr essentiell sind für die landwirtschaftliche Produktion, also auch sehr relevant sind dafür, dass die Menschen unter anderem in Afrika genug zu essen haben. Und dazu habe ich eine Grafik auf der Seite von der Deutschen Welle gefunden. Ja, Deutsche Welle ist ja auch seriös, wird ja immerhin von der Bundesregierung finanziert und, oh Wunder, ebenfalls Russland. Also hier ist doch ganz klar aufgezeigt, dass in diesen zwei Grafiken, in den Tabellen, die ich gerade eben aufgeführt habe, dass Russland doch
den mit Abstand relevantesten Beitrag leistet für die Ernährungssicherheit auf dem Planeten. Und auf der anderen Seite lasst uns doch mal schauen, was der Westen tut, um der Welt zu helfen, das Nahrungsmittelproblem in Anführungszeichen zu lösen. Ja, Alex, dann lass uns doch mal gucken, was der Westen denn macht, um das in Anführungsstriche Nahrungsmittelproblem der Welt zu lösen. Ja, lass mal doch mal gucken. Dazu würde ich sagen, muss ich erstmal wieder auf eine andere Kamera schalten. Das ist diesmal die 7. Und da muss ich mal hier drauf gehen. So. Und dann gucken wir uns doch mal deine Tabelle an, die du uns eben präsentiert hast. Also das ist exakt die gleiche Tabelle. Ich habe nur ein paar Zahlen weggenommen, damit das Ganze ein bisschen besser zu sehen ist. Also, Russland hat, wie du das selber schon gesagt hast, 39.000, ich glaube 1.000 Tonnen Weizen exportiert. Wohin, wissen wir nicht, aber erstmal exportiert. So. Die EU hat 29.740.000 Tonnen exportiert. Kanada hat 27.723.000 Tonnen exportiert. Und die USA 26.702.000 Tonnen. Ja, kann man jetzt schlecht lesen, aber ihr könnt die Tabelle ja bei Alex nochmal nachgucken. Da sieht man das dann. So, macht summa summarum für den Westen ein Export von 84.165.000 Tonnen Weizen. Und Russland exportiert 39.100.000 Tonnen Weizen. Also was der Westen gegen diese Hungersnöte tut, in Anführungsstrichen, ist, glaube ich, klar, oder? Wir liefern mindestens doppelt so viel Weizen oder exportieren doppelt so viel Weizen in die Welt wie Russland. Das ist unser Beitrag für die Bekämpfung der Hungersnot. Hm? Wieder zurück zum Thema. An dieser Stelle habe ich hier einen Artikel gefunden von NTV. Im Endeffekt sind da eigentlich nur die Aussagen oder die Thesen mehr oder weniger wiedergegeben, die auch schon Präsident Putin und Lavrov geäußert hat. Aber diesmal kann ich das jetzt hier wunderbar aus einem seriösen, qualitativ hochwertigen Medium zitieren. Aus einem seriösen, qualitativ hochwertigen Medium. Also, wenn es dem Alex nicht in den Kram passt, dann sind das die Propagandamedien. Und wenn die deutschen Medien mal einen positiven Bericht oder einen Bericht zu Russland schreiben, den man gebrauchen kann, sind das die hochqualitativen, seriösen Medien. Also, Alex, du musst dich schon entscheiden, ob du hier aus den Propagandamedien zitierst oder ob das hochqualitative, seriöse Medien sind. Dann sind die das beim nächsten Mal aber auch noch. Da möchte ich einige Passagen aus diesem Artikel einmal vorlesen. Kommende Woche läuft das Abkommen aus, dass trotz des Krieges die Ausfuhr von Millionen von Tonnen Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer ermöglichte. Der im Gegenzug vereinbarte Export russischen Mineraldüngers stockt jedoch. Das müsse sich ändern, fordern Moskau und auch die UN, die Vereinten Nationen. So, die nächste Passage ist erstmal weniger interessant, aber diese Passage hier. Das Juli-Abkommen, das unter der Vermittlung der UN und der Türkei zustande kam, bestand aus zwei Vereinbarungen. Neben den ukrainischen Exporten ging es auch darum, dass russische Lebens- und Düngemittel trotz westlicher Sanktionen exportiert werden können. Das stellte sich aber als schwierig heraus. Zwar zielen die Sanktionen nicht direkt auf diese Exporte, ihre Existenz macht es russischen Akteuren aber schwer,
europäische Häfen anzulaufen, Zahlungen abzuwickeln und Versicherungen für ihre Schiffe zu bekommen. Und weiter. Ja, okay. Also, das verstehe ich ja. Durch die Sanktionen ist es für russische Exporteure extrem schwierig, irgendwas in die EU zu bringen. Aber wolltest du dich den ganzen Kram nach Afrika schicken? Was wollen also russische Exporteure mit ihrem Düngemittel in Europa, wenn sie doch Afrika damit versorgen wollen? Fragezeichen. Erklärung bitte. Weiter im Text. Die UN riefen Länder weltweit auf, diese Hindernisse für den Export von Düngemitteln aus Russland aus dem Weg zu räumen. Die Welt kann es sich nicht leisten, dass die weltweiten Probleme bei der Verfügbarkeit von Düngemitteln zu einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit führen, teilten die Vereinten Nationen nach den Gesprächen mit Verschinin und seiner Delegation in Genf mit. So hier. So, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann brauchen die westlichen Länder die russischen Düngemittel, damit sie genug Nahrung für die Welt produzieren können. Und deshalb liefert die russische Düngemittelfirma die Düngemittel mit ihren Schiffen nach Europa. Problem jetzt war, die Europäer haben die Dinger direkt an die Kette gelegt, wegen den Sanktionen. Okay. Hier vielleicht nochmal der erste Satz. Verschinin, also irgendein Vertreter Russlands, habe es nicht gelesen, wer jetzt genau das ist. Verschinin sagte, erst wenn die Rosselchos Bank wieder Teil von SWIFT sei, könnten die Zahlungen für internationale russische Getreideexporte abgewickelt werden. Ja. Also reden wir jetzt von Getreideexporten oder reden wir von Düngeexporten? Oder also in der EU hängen Düngeexporte fest. Und die Getreideexporte, wo sind die? Wissen wir nicht. Das auch nochmal zum Thema. Auch Russland ist wie die Ukraine ein international führender Getreideproduzent. Neben Getreide sind auch Düngemittellieferungen aus Russland, vor allem für ärmere Länder, wichtig. Derzeit stecken mit russischem Dünger beladene Frachter in den Niederlanden, Estland und Belgien fest. Sie ja, die Düngemittelfrachter, die stecken also in Niederlande, Estland und Belgien fest. Was machen die denn in der EU? Warum hat der Düngemittelexporteur seine Düngemittelfrachter überhaupt in die EU geschickt? Die sollten doch nach Afrika. Haben die sich verfahren? Oder was machen die in der EU? Sie sollen nun nach Afrika auslaufen, meldete TASS unter Berufung auf den Düngemittelhersteller Uralchem Uralkali. Die Agentur zitierte Uralchem-Chef Dmitri Konjajew mit den Worten, der Konzern arbeite mit den Vereinten Nationen zusammen, um kostenlose Lieferungen von mehr als 262.000 Tonnen Mineraldünger nach Afrika zu organisieren, die in den EU-Ländern festgesetzt worden seien. Ja, ist doch gut. Also, die UNO, die hat jetzt mit diesem Düngemittelhersteller irgendwie eine Vereinbarung getroffen, dass jetzt 262.000 Tonnen Düngemittel nach Afrika geschickt werden können. Ist doch super. Hätten wir auch gebrauchen können, aber wegen der Sanktionen können wir sie nicht nehmen. Also gehen sie jetzt nach Afrika. Alles super. Hätten sie die auch direkt dahin schicken können. Aber nee, sie wollten sie ja erstmal für teuer Geld in der EU verkaufen. Ne? Die Niederlande hatten am Freitag angekündigt, dass sie auf Ersuchen der UN die Lieferung von 20.000 Tonnen russischem Dünger in südostafrikanische Malawi genehmigen wollen, die im Hafen von Rotterdam aufgrund von Sanktionen gegen eine nicht namentlich genannte russische Person festgehalten werden. Eine Bedingung der Vereinbarung sei, dass die sanktionierte Person und das russische Unternehmen nichts an der Transaktion verdienen würden. TASS zitierte Konjajew mit den Worten, es seien Vereinbarungen über den Export von Düngemitteln getroffen worden, die in Häfen in den Niederlanden,
Belgien und Estland gestrandet seien. Doch nannte er weder die Mengen aus den einzelnen Ländern noch die afrikanischen Bestimmungsorte. Ich kann mich. Ja, das ist ja schon mal vorteilhaft, ne? Also, wir können den Dünger aufgrund unserer eigenen festgelegten Sanktionen nicht abnehmen. Also wird das Ganze jetzt nach Afrika verschifft. Ist doch super. Und wenn dann noch vereinbart wurde, dass sie das Ganze kostenlos kriegen, ja, umso besser. Wo ist das Problem? Was ist daran jetzt schlecht? Ich kann mich noch gut daran erinnern, im Juli muss das gewesen sein, dass im Sommerinterview auf ARD oder ZDF, ja, auf einem der beiden Kanäle gibt es ja immer ein Sommerinterview mit verschiedenen Politikern, jedenfalls das Sommerinterview mit der guten Frau Baerbock gesehen zu haben, wo sie unter anderem erzählt hat, dass sie irgendwie mal in Afrika war und sich dort irgendwie Vorwürfe anhören musste von ihren afrikanischen Kollegen, wo es sinngemäß ungefähr darum ging, den genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, dass aufgrund der Sanktionen die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln für Afrika gefährdet ist. Und warum ist das so? Also, warum haben europäische Sanktionen Auswirkungen darauf, ob Russland Schiffe belädt, nach Afrika fährt und dort wieder entlädt? Fragezeichen. Wo sie daraufhin meinte, dass sie ihren Kollegen entgegnet hat, dass die Lebensmittel und die Düngemittel nicht sanktioniert sind. Ja, Lebensmittel und Düngemittel sind direkt nicht sanktioniert. Ganz große Helden. Ja. Aber alles, was dazugehört, alles drumherum und alles, was für den Export notwendig ist, schon. Und wenn. Ja, warum hat Russland keine eigenen Schiffe? Oder wie? Nicht zumindest sanktioniert, dann auf jeden Fall sehr stark eingeschränkt. Unter anderem betrifft das die Versicherung, die Fracht, die Logistik, die Bezahlung für den Export und so weiter. Ja, wer soll das denn bezahlen? Die Länder, die Düngemittel bestellen, die bezahlen das. Und eine Versicherung für den Schiffstransport, die würde es ja wohl auch in Russland geben. Oder vielleicht doch nicht? Keine Ahnung. Kennt jemand irgendeinen russischen Schiffsversicherer? Ich weiß es nicht. So. Aber im Zweifelsfall könnte ja die russische Regierung garantieren, wenn irgendwas mit den Schiffen passiert, dass die den Schaden ersetzen. Würde, denke ich mal, auch gehen. Wenn die das wirklich wollten. So. Also was spricht dagegen? Bezahlen? Können doch in Rubel bezahlen, oder? Ich meine, ist doch eine offizielle Währung. Kann doch Ägypten Weizen oder Dünger auch in Rubel bezahlen. Also warum machen die europäischen Sanktionen die Schwierigkeiten? Ja, was ja in dem Artikel, den ich gerade eben vorgelesen habe, ja auch aufgeführt war. Also so, dass auf jeden Fall der Export von Getreide und von Düngemitteln in die große weite Welt deutlich erschwert ist. Und das, also die ganzen Sanktionen, wie gesagt, gegen den größten Exporteur der Welt, sowohl im Bereich Weizen wie auch im Bereich der Düngemittel. Monatelang wurden ja die Düngemittel aus Russland in den europäischen Häfen festgehalten, wegen den Sanktionen. Ja, monatelang wurden die festgehalten. Warum sind die überhaupt da? Die Frage hast du immer noch nicht beantwortet. Und die niederländische Regierung oder Behörden oder wer auch immer das damit jetzt zu tun hatte, die haben sich nicht etwa darum gesorgt, dass Afrika, also in dem Fall das ostafrikanische Land Malawi, dass die so lange auf ihre Düngemittel warten müssen, nicht genug Düngemittel zur Verfügung haben und dass die das irgendwie möglichst schnell bekommen, um mehr Nahrungsmittel produzieren zu können, sondern sie hatten, wie im Artikel gerade eben erwähnt worden ist, die Sorge vor allen Dingen, dass Russland bloß nichts daran verdienen darf. Nee, die hatten keine Sorgen, dass Russland nichts daran verdient,
sondern dass derjenige, der damit Sanktionen belegt worden ist und das Unternehmen, was mit Sanktionen belegt worden ist, nichts daran verdient. Also dreister und vor allen Dingen auch scheinheiliger geht es kaum. Ja? Russland will ja jetzt, wie im Artikel unter anderem stand, 262.000 Tonnen Düngemittel, die in europäischen Häfen festsitzen, verschenken, ja, nach Afrika. Und was im Ja, ist eine total noble Geste, wenn man das Zeug nicht mehr für teuer Geld verkaufen kann, dann verschenkt man es jetzt nach Afrika und dann macht man daraus eine Riesennummer. Ne? Was man doch für ein großzügiger Mensch ist. Anstatt das Zeug direkt dahin zu karren und dann zu sagen, guck mal Leute, was wir für ein tolles Land sind, wir schicken hier unser ganzes Dünger nach Afrika, damit die da produzieren können. Nee, das muss ja erstmal nach Europa gekarrt werden. Im Gegenzug der Westen macht, darüber haben wir ja gerade eben ziemlich ausführlich gesprochen. Ja, was er macht, ist nämlich, dass er für Hunger sorgt in Afrika. Ja, der Westen sorgt für Hunger. Deshalb exportiert er ja auch mindestens doppelt so viel Weizen wie Russland. Diesen verursacht und sogar das ukrainische Getreide, was ja eigentlich für Afrika bestimmt war, ja, praktisch vor der Nase wegkauft und für eigene Zwecke verwendet. Ja, genau. Die EU als zweitgrößter Weizenexporteur, der hat das ganze Weizen von der Ukraine gekauft und verkauft das jetzt für teuer Geld wieder in Afrika. Alter Schwede, Alex. Ich kenne niemanden, der so schön die Tatsachen verdrehen kann wie du. Und vor allen Dingen, was besonders perfide daran ist, ist, dass es häufig sogar die genau dieselben Politiker, genau dieselben Personen sind, die auf der anderen Seite irgendwie Russland vorwerfen, Hunger auf der Welt zu fördern und so weiter. Die sagen, dass die Kinder in Afrika nur wegen Russland hungern und dann gleichzeitig aber die russischen Lieferungen von Getreide und Düngemittel nach Afrika blockieren oder zumindest erschweren. Also ja, die Europäer, vor allen Dingen bestimmt die Deutschen, die sorgen dafür, dass Russland in Russland keine Schiffe beladen kann, nicht nach Afrika fahren kann und dort nicht ihre Exporte abliefern kann. Natürlich. Alles klar, Alex. Also, da weiß ich echt nicht mehr, was man noch dazu sagen soll. Dabei sollten eigentlich die westlichen Politiker, was Afrika betrifft, ein ganz kleine Brötchen backen, sogar völlig abgesehen von der jetzigen Situation. Aber allein schon angesichts der ganzen Kolonialgeschichte, angesichts der Ausplünderung Afrikas, die ja auch... Jetzt kommt es wieder. Jetzt kommt der Kolonialismus wieder. Die Kolonialismuskeule wird ausgepackt. Ja, Alex, die europäischen Länder, die haben früher afrikanische Länder angegriffen und besetzt und haben daraus Kolonien gemacht. Die mussten ja daraus Kolonien machen, weil die ja nicht direkt neben dem eigenen Land waren. So, und dann haben die angefangen, die Ressourcen dieser Kolonien auszubeuten. Hast du 100% recht. Aber Russland hat auch nichts anderes gemacht. Russland hat von der Entstehungsgeschichte aus immer wieder irgendwelche Nachbarländer angegriffen und eingenommen. Nur, die haben daraus keine Kolonien gemacht, weil mussten sie ja auch nicht, die waren ja direkt nebenan. Haben die einfach in ihr Russland integriert und haben dann die Bodenschätze dieser ehemals
eigenständigen Länder ausgebeutet. So, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen kolonisierten Ländern, die ausgebeutet werden, oder Nachbarländer, die man einfach einnimmt, zu seinem Staatsgebiet erklärt und dann ausnimmt? Für mich gibt es da keinen Unterschied. Aber es sind keine Kolonien. Und das macht den feinen Unterschied, ne Alex? Denn nur Kolonialisten sind die Bösen. Die anderen sind wie immer die Guten. Auch bis heute andauert durch Regierungen, durch die ganzen großen Konzerne, wo ja Afrika eigentlich der reichste Kontinent der Welt ist oder mit der reichste Kontinent, also genau diejenigen, die im Endeffekt selbst Afrika in den Ruin und auch in den Hunger treiben, unter anderem auch, das ist nochmal ein Aspekt, ein einzelner Aspekt, unter anderem auch mit der Zerstörung der heimischen Landwirtschaft in Afrika und dann aber auf der anderen Seite Russland beschuldigen, ja. Also scheinheilig und lächerlich. Allein auch. Ja, Alex. Die sind alle so scheinheilig. Also gerade die Kolonialisten, die ja immer noch die afrikanischen Länder ausbeuten und an die Ressourcen ran wollen. Ja. Die sind nicht gut. Ich will so sagen. Oder, nein, wie will ich es ausdrücken? Es ist natürlich nicht richtig, klar. Aber in Russland ist das nicht richtiger. Da wird Sibirien auch ausgebeutet. Oder, ich weiß nicht, Kasachstan oder welche Region es da auch immer gibt, die irgendwann mal einfach einverleibt wurden. So ist das auf der Welt. Schon diese Aktion zeigt ja auch sehr gut und sehr eindrucksvoll die Charaktereigenschaft der westlichen politischen Klasse. Ich glaube, da kann sich jeder durchaus selbst ein Bild machen. Dem brauche ich auch nichts mehr großartig hinzuzufügen, denke ich. Nee, Alex, da musst du nichts mehr hinzufügen. Nur die westliche Klasse ist natürlich die böse Klasse. Das haben wir ja schon gelernt bei dir. Also, da gibt es ja nichts. Das ist schon ganz logisch. So. Mal. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video. Ah, das war's schon. Also, liebe Leute, was haben wir gelernt? Der Westen, dieses scheinheilige Ungetüm, der nichts gegen den Welthunger tut, Ja, so. Ja, was habe ich mir noch angeguckt? Mich beschäftigt das natürlich auch. Und ich überlege auch immer, ob das alles so richtig ist. Und deshalb habe ich mir noch das ein oder andere Seitchen im Internet angeguckt. Und da würde ich gerne mit euch noch zusammen ein bisschen durchgucken. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich da überhaupt hin muss. So, wir haben ja hier die Grafik von eben, die gezeigt hat, wie viel Tonnen Weizen die EU exportiert. So. Und dann habe ich noch was gefunden, nämlich, ich habe das hier mal zusammengebastelt, von einer Seite Statista. So. Also, die Weizenimporteure, beziehungsweise, doch, die Weizenimporteure von der Ukraine und von Russland. Also, wer kriegt den meisten Weizen von Russland oder von der Ukraine? Und dann können wir uns das hier mal angucken. So, und hier sehen wir also, da oben ist die Ukraine auf der linken Seite, auf der rechten Seite Russland. Und Russland liefert also 8000 Tonnen, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, an Ägypten. Und danach kommt direkt, also von den 39.000 Tonnen, und danach kommen sofort mit ungefähr 8.000 Tonnen die Türkei. Und dann geht es weiter
nach Bangladesch, Aserbaidschan, Sudan, Pakistan, Nigeria, Jemen und der Rest ist hier unter dem Banner verschwunden. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da stand. Aber von dem, was ich da sehe, ist also die Türkei, Bangladesch, Aserbaidschan, Pakistan schon mal keine afrikanischen Länder. So. Und der größte Anteil geht eben an Ägypten oder die Türkei. Wenn wir Ägypten und die Türkei, Ägypten ist ja Afrika, wenn man die Ägypten und Türkei mal abrechnet, dann ist die Hälfte von dem russischen Weizen schon weg. So, gucken wir mal auf die ukrainische Seite. Da haben wir auch 1000 Tonnen für Ägypten. Danach kommt Indonesien, Bangladesch, Pakistan, Türkei, Tunesien, Marokko, Jemen, Libanon und die Philippinen. Also auch hier seht ihr, jetzt sind gar nicht so viele afrikanische Staaten dabei. Ne? So. Die Ukrainer haben nämlich nie so viel Weizen an Afrika geliefert. Aber macht ja nichts. Es geht ja hier um den Welthunger. Und der Welthunger, der wird ja nicht nur gestillt, indem ich einfach nur den Weizen aus der Ukraine in Afrika schicke, sondern dass die gesamte Weltwirtschaft, das gesamte Weizenvorkommen auf der ganzen Welt irgendwie nach Afrika gelangt. Wie auch immer. Okay. So. Was habe ich noch? Ich muss mal gucken. So. Hier habe ich noch eine Karte gefunden. Hier sieht man, wohin die Ukraine prozentual ihr Getreide liefert. Und zu Getreide gehört Weizen, Mais, Reis, Soja und etwa noch irgendwas. Keine Ahnung. So, und da sehen wir das an Ägypten und ich glaube, das andere da unten ist Indonesien. Jeweils mehr wie 10% geliefert werden von dem produzierten Getreide. So. Und danach kommt schon die Türkei, noch zwei afrikanische Staaten und ein paar asiatische Staaten. Zwischen 5% und 10%. So. Und dann sehen wir noch das Dunkelgelbe. Da ist dann in Afrika und ein bisschen in Asien vertreten. Und dann kommen unter 1% der Lieferungen. Und das war jetzt vor dem Krieg. Muss man einmal dazu sagen. Vor dem Krieg. Unter 1% der Lieferungen gehen an Asien, an afrikanische Staaten und an Europa. Also so viel zum Weizenklau der Europäer. Die ja fast so viel wie Russland exportieren. Aber naja gut. So sind sie, die Schwurbler. So, habe ich hier noch was? Nee, hier habe ich nichts mehr. Dann müssen wir noch mal kurz hier hinten rüber switchen. So. Hier hatte ich ja diese wunderbare Seite. Und was habe ich jetzt? Wieso komme ich da wieder nicht raus? Ah, muss ich mal weglaufen hier. Nochmal hinlaufen, so. Ja, also die Seite hat man schon gesehen, wo diese 36 Schiffe hin sind. Und ja, jetzt gucken wir uns noch schnell einen anderen Bericht an. Habe ich in der Tagesschau gefunden, auf der Webseite der Tagesschau, warum das Abkommen so wichtig ist, bla 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 bla, was steht drin. Und irgendwo stand dann, was habe ich denn hier gelesen? Was hat das Abkommen bislang gebracht? Seit August konnten durch das Abkommen mehr als 11 Millionen Tonnen Getreide und andere landwirtschaftliche Produkte auf 462 Schiffen aus ukrainischen Häfen transportiert werden. Also, wenn wir mal davon ausgehen, dass von den 36 Schiffen schon 50% in die EU gegangen sind,
dann sind ja nach Aussage vom Alex von den 462 Schiffen schon 231 Schiffe in die EU gegangen. Macht Sinn für den zweitgrößten Exporteur von Weizen, ne? Klar. So, etwa 40% davon gingen an Entwicklungsländer. Also die Hälfte von diesen Schiffen, die gingen an Entwicklungsländer. Allein das UN-Welternährungsprogramm hat nach eigenen Angaben über den Schwarzmeerkorridor knapp 300.000 Tonnen Getreide für hungernde Menschen verschifft. Zudem ermöglicht der Schwarzmeerkorridor Getreidespenden an andere Länder. So kündigte etwa die Bundesregierung an, eine ukrainische Weizenspende nach Äthiopien zu unterstützen. Deutschland finanziert den Schiffstransport mit 14 Millionen Dollar. Umgerechnet rund 13,5 Millionen Euro, sagte Bundesagrarminister Cem Özdemir. Also, die Ukrainer, ich muss mal gerade gucken, hier ist das Ganze nochmal in so einem Bericht verfasst. Die Ukrainer haben also ein Schiff mit, ich weiß nicht wie viel Tonnen, eine ganze Schiffsladung an die Äthiopier gespendet. Und damit das Ganze versichert und transportiert werden konnte, hat die Bundesrepublik Deutschland 13,5 Millionen Euro dafür bereitgestellt. Wir machen natürlich nichts, ist ja klar. Und mit diesem gespendeten Getreide können demnach 1,6 Millionen Menschen in dem Land einen Monat lang ernährt werden. So, was haben wir noch? Hier habe ich noch einen Bericht gefunden aus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Also wie gesagt, ich habe nach Getreidelieferungen, Ukraine und Ukraine-Abkommen und weiß ich gesucht. Und dann habe ich verschiedenste Seiten gefunden. Und eine Seite davon aus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland war dann: Russland liefert offenbar gestohlenes Getreide aus der Ukraine nach Syrien. Also nach diesem Bericht hat die Ukraine, hat Russland in der Ukraine so ein bisschen Korn eingesammelt und auf ein Schiff geladen und dann, ja, nach Syrien verfrachtet. Okay, ja, das war's. Ich nicht, komischerweise. Ah, jetzt sehe ich das wieder. Gut, also das war der Bericht über das gestohlene Getreide. Das war der Spiegelbericht, dass wir den Schiffstransport finanzieren an Äthiopien. Und das war eben der Tagesschaubericht, den ich vorgelesen habe mit den 462 Schiffen, wovon 40% an Entwicklungsländer gingen. Ja, und es ist echt schwer. Ich habe nichts gefunden, wo wirklich drin steht, wo denn wirklich diese 400 Schiffe hingefahren sind. Obwohl es ja eigentlich einfach sein sollte, die zu tracken, weil jedes dieser Schiffe hat ja einen Transponder und dann könnte man ja eigentlich immer nachverfolgen, wo die Schiffe sind. Aber diese Arbeit scheint sich niemand zu machen. Aber der Alex, der weiß Bescheid, haben wir ja gehört. 50% der Schiffe sind nach Europa gegangen. Okay, liebe Leute. Was soll ich euch sagen? Das war's wieder für heute. Und ich kann euch immer wieder nur raten, glaubt nicht alles, was ihr hört. Und seid kritisch, wenn ihr euch solche Videos anguckt. Bis demnächst. Ciao, ciao.